Die Staatsbibliothek ist die größte deutsche Universalbibliothek mit über 11 Millionen Bänden. Die Staatsbibliothek gehört zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz. In der Staatsbibliothek werden die Bände inzwischen digitalisiert. Wir scannen unsere Bücher ein und wollen sie der Öffentlichkeit präsentieren. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung an die IT, an die Storage-Infrastruktur, an die Server-Infrastruktur insgesamt. Wir setzen in der Staatsbibliothek über zwei Rechenzentren verteilt vSphere ESX5 ein, vCenter, Virtual Desktop Infrastruktur und Operation Manager. Die Vorteile der VMware-Lösung sind aus unserer Sicht die Hochverfügbarkeit und Skalierbarkeit. Die Dienste für unsere Nutzer und Leser können permanent aufrechterhalten werden. Wir haben zurzeit 50% virtualisiert. Zurzeit werden 150 virtuelle Server betrieben auf einer Plattform von 20 ESX-Hosts. Das heißt, wir sparen Infrastruktur von 130 Servern ein, Infrastruktur im Rechenzentrum, Kühlung, Strom etc. Für uns war die Lösung sehr einfach integrierbar. Wir halten an der Strategie fest, weil das bisher ein großer Erfolg für uns war. Unsere Projekte der Zukunft sind der Einsatz von vShield, Einsatz von Site Recovery Manager, um die Rechenzentren untereinander abzusichern, und verstärkt der Einsatz von Cloud Computing. Und ich setze fest darauf, dass VMware einer unserer wichtigsten Partner dabei bleibt.